Da wird in die Weite geblickt. Schönen guten Tag. Hallo, bin die Sandra. Sandra, freut mich außerordentlich. Sandra, du kommst von wo weg? Aus Malzfeld. Ist im schönen Nordhessen. So, meine Liebe, du hast einen Ring mitgebracht. Ja. Und der sieht doch alt aus, weil er ist nicht mehr so ganz neumodisch, ne? Ich weiß nicht, wie alt er ist. Es ist ein Erbstück meiner Mutter von ihrer Großtante. Den sie in Mitte 80ern ist die Großtante verstorben und dann hat meine Mutti den geerbt. Und seitdem liegt er bei uns in einer Schatulle und Plastiktüte, wohlverstaut im Keller. Das ist ein Jutet-Versteck. Ja, das ist ein Jutet-Versteck, weil da sucht ein Einbrecher nicht. Keiner, ne? Genau. Der wird das erstmal einen Safe suchen. Ja, aber in Plastiktüten im Keller, wenn das irgendwo rumliegt, dann denkt er sich, naja, komm, bevor ich das alles durchgewühlt habe, ist auch Blödsinn. Was machst du so im Leben? Ich bin beruflich in einer großen Firma, die Autohöfe betreibt in Deutschland. Was findest du besser, eine Raststätte oder ein Autohof? Ja, muss ich jetzt Autohof sagen? Ja, selbstverständlich. Ich finde ja immer komisch, dass man jetzt mal runter muss von der Autobahn. Ja, aber es sind ja meistens nur, was ich, vielleicht ein Kilometer oder so. Ja, liebste Heide. Ja. Oh, das sehe ich jetzt erst. Das ist aber ein mächtiger Stein in der Mitte, mein das lieber Herr Gesangsverein. Ein mächtiger Solitärring mit einer Entourage. Und es ist ein gelber Diamant. Oh. Und nicht nur das, es ist sogar ein fancy Diamant. Das heißt, die Farbe befindet sich außerhalb der sogenannten Weißreihe, die da eben zu den weißen Diamanten zählt. Also weiße Diamanten sind hellweiß. Sie können auch leicht gelblich sein in der sogenannten Weißreihe. Und alles, was sich außerhalb dazu befindet, das sind sogenannte Fantasiefarben. Und hier haben wir eine Farbe, die lässt sich bezeichnen als Fancy Yellow oder Intense Yellow, sagt man auch. Es ist die intensive Variante. Es fängt eigentlich an mit Light Yellow, also eine mittlere Farbvariante. Und diese ganz schwachen Farben, Fan-Bereich, die befinden sich noch in der sogenannten Weißreihe. So ja, aber hier sieht man ja mit bloßem Auge, dass der hier schön gelb ist. Hier sieht man mit bloßem Auge, dass er sehr intensiv gelb ist. Und es ist sogar ein Diamant im Altschliff. Und aufgrund der etwas anderen Proportionierung, weil er eben ein bisschen tiefer ist gegenüber dem modernen Brillantschliff, wirkt die Farbe noch etwas deutlicher. Aber ich würde hier in der Farbe graduieren, Intense Yellow. Jetzt also, weiß ich von dir, Heide, dass die auch schon mal bearbeitet werden. Man kann natürlich Diamanten auch Farbverbessern und synthetisieren, richtig. Ja. Das ist offen, das kann man eigentlich nur mit einem Infrarotspektroskop wirklich sicher feststellen. Aber dieser Stein steckt in einem Ring, der mit Sicherheit in den 20er, 30er Jahren gefertigt wurde. Die Fassung ist eine sogenannte karmoisierte Fassung, das heißt in Chantons gefasst. Rundherum sind die Steine, also die Entourage, wirklich eingebohrt und mit einem Kader befestigt. Das ist eine Karmoisierung. Und der Aufbau hier mit Rosendiamanten, auch über die Schulter verlaufen, spricht eindeutig für die 20er, 30er Jahre. Okay. Deswegen kann ich hier schon ausschließen, dass dieser Stein behandelt wurde oder gar synthetisiert wurde, weil die Verfahren viel später auftauchen. Okay. Wir haben hier eine Platin-Legierung, so ist die Ringschiene gearbeitet. Und jetzt gilt es natürlich im Wesentlichen, die Kriterien des Steines zu erfassen. Ja. Wie groß ist der in genau, etwa? Größe spielt eine wichtige Rolle, 2,6 Karat. Ja. Das habe ich rechnerisch ermittelt. Darüber hinaus liegt die Reinheit im VS-Bereich. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, weil er eben gefasst ist. Aber ich habe ihn sorgfältig angesehen und ich sehe keine äußeren Einschlüsse. Hier befindet sich auch noch ein kleiner Stein, der vermutlich hier in diese Lücke gehört. Das ist ganz wunderbar, dass Sie den mitgebracht haben. Damit ist das Farbbild auch noch vollständig. Ist überhaupt gar kein Problem, den da wieder reinzusetzen. Gar nicht. Meine Liebe, was würdest du denn gerne haben wollen für den Ring? Ich habe eigentlich überhaupt keine Vorstellung vorher gehabt. Aber Wunsch. Ich habe einen Wunsch. Ich habe ja da so einen Versicherungsschein auch mitgebracht gehabt, der aus den 60er Jahren war, wo eine Summe draufstand, wie der versichert war. Wie hoch war die? Die Versicherungssumme war 15.000 D-Mark. Gut, in den 60er Jahren. Das war aber schon böse viel Geld. Also ich hätte gern 2.500 Euro. Kann Heide der Preisvorstellung zustimmen? Ich bin erstaunt, dass er mit 15.000 bewertet wurde, aber die Kaufkraft war damals natürlich eine andere, das ist schon richtig. Und mit Sicherheit auch der zugenommenen Attraktivität geschuldet, dass die Preise für Fancy-Diamanten wirklich extrem in die Höhe geklettert sind. Okay. Dieser Stein ist ja schon gefasst worden. Es ist sozusagen kein neuer Stein, der neu nach ihren Wünschen gefasst wird, aber jetzt zurückgeführt wird in den Handel. Und diese Preise liegen hier im Karat bei 12.000 bis 13.000.
im Karat. Im Karat? Mit der Ringschiene liegen wir bei einer Karatgröße, 2,6 Karat, wie ich schon sagte, bei 32.000 bis 34.000 Euro. Ja. Also pass auf, ich mach dir noch mal einen Vorschlag. Ja. Die 2,5 von mir hättest du sicher. Oh Gott. Okay. Willst du die Händlerkarte überhaupt noch haben? Ja. Ja. Ist das herrlich. Oh, komm her, mein Schatz. Boah. Komm her, mein Schatz. Das ist doch herrlich. Wenn man sich so wenig wünscht und dann so was Wertvolles hat. Ja. Du musst jetzt gleich nur gucken. Ich muss alles mitmachen. Mit den Händlern vernünftig. Intensiv. Ja, ganz in Ruhe. Ja. Zur Not komme ich reingesprungen. Ja. Mit Fallschirm. Okay. Gut. Viel Spaß bei den Dankeschön. Händlern. Ja. Ich glückwünsche Ihnen. Danke. Da geht's rüber. Bleiben Sie beharrlich. Ja, danke. Ich habe das noch nicht richtig realisiert, dass der Ring so viel wert sein kann. Nein, habe ich noch nicht. Und deswegen, ich lasse es jetzt einfach weiter auf mich zukommen. Der Schätzpreis hat Sandras Erwartungen um ein Vielfaches übertroffen. Aber wie fallen die Gebote aus? Hallo. Ja, schönen guten Tag. Grüß Gott. Ich glaube, du machst der Susanne glücklich. Stellen aber erstmal ein Bittchen. Danke sehr. Bitte nur vorsichtig beim Aufmachen. Da ist gestern ein kleiner Stein rausgefallen. Den habe ich in Tesa eingeklebt. Aber die Expertin hat gesagt, das wäre nicht schlimm. Das Tesa mit den großen in der Mitte fallen die kleinen gar nicht mehr so auf. Ne? Wie ich jetzt erfahren habe, ist der Ring aus den 20er oder 30er Jahren ein Fancy-Diamant, ein ganz seltener. Aha. In Intense Yellow, intensives Gelb. Fancy Intense Yellow. Genau. Mhm, okay. Muss wohl ein ganz seltener Diamant mit 2,6 Karat sein. Mhm. Platinfassung. Ich bin da raus, ich habe nicht so viel Geld dabei. Ich habe auch nicht so viel Geld dabei. Ich kann Ihnen gerne meine Kontonummer geben. Ja, okay. Huiuiui. Wow. Auf jeden Fall ist es halt schön, gerade aus der Zeit des Art Deco, ist sowas eher selten heute anzutreffen. Mhm. Wahnsinnig schön. Mhm. Man hat sie halt oft in weiß oder auch im leicht getönten Weiß. Mhm. Ein fancy Stein aus dem Art Deco ist doch wirklich selten. Ja, der Stein, Expertin den man da reinsetzt, das ist ja nicht so wild. Und ist halt wohl auch kein synthetischer, weil in 20er, 30er Jahren das sind wohl nicht, keine... Aber was natürlich sein könnte, er könnte farblich behandelt sein. Na, das kann halt nur ein Labor sagen. Man kann halt Diamanten auch erhitzen, je nachdem, und dann die Farbe verändern. Mhm. Nur das jetzt rauszubekommen, dazu können wir jetzt, das können wir hier nicht testen. Das kann nur ein Labor eigentlich nachweisen. Mhm. Und Luki, gefällt er dir? Nein. Nee? Das ist gelbig. Das kann behandelt sein. Das kann ich nicht feststellen. Mhm. Ne? Wer kann das sagen? Ob das wo war die Expertise? Ist, ob das gelbe echt ist. Wer soll ich das jetzt sagen? Ja. Wer bevor ich, ja? 32.000 bis 34.000. Also ich bin raus. Kann ich nicht prüfen. Ich bin raus. Ja, also wenn der Diamant jetzt bei mir im Geschäft vorliegen würde, würden wir ihn ins Labor geben und einmal checken, ob der Stein halt behandelt ist, also ob er Hitze behandelt ist. Und dann sind auf jeden Fall auch, oder ist dieser Preis auch realistisch? Welchen Preis haben Sie sich vorgestellt? Vielleicht kann man sich irgendwo einigen. Ich bin auch ein bisschen überrumpelt von dieser Summe gewesen bei der Expertise. Wenn ich da jetzt 20, 25.000, ich weiß nicht, ob das für Sie dann realistisch ist zum Verkaufen noch. Also ich würde 15.000 machen unter Vorbehalt, dass der Stein behandelt wird. 15.000. Nee, dafür würde ich ihn, glaube ich, dann nicht verkaufen. Also unter 20 würde ich schon ganz gerne bleiben wollen. Unter 20 würde ich ihn nicht weggeben, nein. Dann... Also ich finde ihn wunderschön. Also ja. Ich bin nur so zurückhaltend, weil ich da nicht mitmache. Ich denke einfach, dass es halt ohne Laborexpertise doch spekulativ ist. Ich kann beide Seiten gut verstehen. Ja. Das ist ein sehr, sehr schöner Ring, muss man sagen. Aber also mein letztes Gebot wären 18.000. Bleibt Sandra bei ihrem neuen Wunschpreis oder bekommt Susanne den Zuschlag? Ich gehe nicht unter 20, nein. Würden Sie nach vorne kommen und ihn wieder mit einem wunderschönen Ring machen? Ja. Schön, dass Sie da gewesen sind. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Ja, schön. Auf Wiedersehen. Ja, da kann man nichts machen. Ah, schöner Ring. Das war der schönste Ring, Diamantring, den wir bis jetzt hier hatten. Traumstück. Ja. Ich fand es spannend,
und ich weiß was über den Ring und bin nicht enttäuscht darüber, dass ich nicht verkauft habe für das viele Geld.